Also fangen wir nochmal an zum Thema Ausgleichsvorgang. Und schauen uns mal, wie gesagt, irgendwie so ein relativ simples, einfaches Beispiel an, was ich jetzt mal versuche. Das wird ja immer sehr schnell, sehr mathematisch, das hier halt auf diese eine Tafel halt hinzuschreiben. Also wir nehmen eine Spannungsquelle, wir nehmen einen Schalter und laden über einen Widerstand einen Kondensator auf. Und der Kondensator soll mal halt am Anfang leer sein. Also da soll vorher keine Spannung drauf sein. So, uns interessiert jetzt, wie verhält sich diese Spannung über dem Kondensator, das UC von T. Und dann gibt es hier eben, wie gesagt, noch einen Widerstand und es gibt hier eine Spannungsquelle UQ. Das soll eine konstante Spannungsquelle sein. Und ich gebe dir jetzt mal irgendwelche Hokuspokus-Werte. Ich sage mal, das sind halt 9 Volt, wie so ein normaler 9-Volt-Block wäre. Dieser Widerstand hier, das sagen wir mal, das soll mal 1 Kilo Ohm sein und die Kapazität C, das könnte zum Beispiel ein Mikrofarad sein. Das wäre was man jetzt so auf so einem kleinen Steckbrettchen irgendwie sich hinbauen könnte. Und dann könnte man mit einem Oszilloskop, wenn man ein Oszilloskop hätte, diese Spannung halt messen. Und als AB, als Anfangsbedingung sagen wir schon mal, dass die Spannung UC zum Zeitpunkt 0 soll die 0 sein. Also der soll vorher entladen gewesen sein, der Kondensator. So, und naja, um jetzt halt rauszubekommen, ne, das hier ist gesucht, wie verhält sich diese Spannung? Ja, müssen wir halt diese Schaltung berechnen. Und Schaltung berechnen macht man erstmal, indem man Maschensätze aufschreibt, indem man Knotensätze aufschreibt und indem man UI-Beziehungen an den Bauelementen aufschreibt. Weil das ist alles, was diese Schaltung beschreibt. So, und jetzt können wir halt gucken, wenn ich mal noch hier einen Spannungspfeil über diesen Widerstand einzeichne, UR von T. In die gleiche Richtung wie das UC von T, dann können wir halt als Maschensatz aufschreiben UQ, die Quellspannung, wenn wir den Schalter schließen. Also das wäre jetzt vielleicht natürlich noch eine wichtige Information zum Zeitpunkt T gleich 0, sagen wir mal so, machen wir diesen Schalter halt zu. Ja? Vorher war der offen, vorher war auch der Kondensator entladen, zum Zeitpunkt 0 schließen wir diesen Schalter. So, und wenn wir diesen Schalter schließen, dann muss natürlich die Spannung hier von der Quelle genauso groß sein wie die Spannung hier drüben. Das ist UR von T und UC von T. So, und wenn man jetzt eine kompliziertere Schaltung hat, dann gibt es vielleicht noch einen zweiten Maschensatz oder einen dritten Maschensatz oder so. Man muss halt unabhängige Maschensätze finden, so wie wenn man mit der Zweigstromanalyse irgendwas berechnen würde, sich einen vollständigen Baum in der Schaltung überlegen und alle unabhängigen relevanten Maschensätze aufschreiben. In dem Fall ist das halt nur einer. So, einen Knotensatz brauchen wir hier auch nicht wirklich. Also wir können halt sagen, hier wird ein Strom fließen, ja, ein Strom durch den Widerstand. Den könnte ich jetzt EA von T nennen, den nenne ich mal einfach nur I von T. Und das ist natürlich hier hinten und vorne in der Quelle und so ist das halt überall der gleiche Strom I von T. Also, naja, Knotensatz kann ich hier nicht wirklich aufschreiben. Es gibt ja keinen Knoten, es gibt halt einen Strom I von T, der ist halt überall gleich. Ja, und ansonsten, wenn die Schaltung komplizierter wäre, könnte man, sollte, dürfte, müsste man jetzt noch irgendwelche Knotensätze aufschreiben. So, und dann brauchen wir Strom-Spannungsbeziehungen an den Bauelementen. Ich schreibe jetzt mal hin an den Widerstand. Ja, so, und an den Widerstand gilt halt was? Was verknüpft Strom und Spannung zusammen? Genau, also U durch, ich kann das so hinschreiben, dass R ist UR von T durch I von T. So, jetzt muss ich mal das hier kurz weglöschen. Oder ich kann das halt in Richtung der Spannung umstellen und kann sagen, UR von T ist R mal I von T. Oder ich könnte das in Richtung des Stromes umstellen und sagen, I von T wäre UR von T durch R. Wäre alles die gleiche Gleichung, bloß in die unterschiedlichen Größen umgestellt. So, und ja, das war der Widerstand. Jetzt brauchen wir noch den Kondensator. Was schreiben wir da Schönes auf? Strom schreiben wir C mal Ableitung von
Von der Spannung, ne? Also es fließt ein Strom, I fließt, wenn sich die Spannung ändert. I ist C mal DU C von T nach DT. So, und das könnte man jetzt, wenn man wollte, auch noch irgendwie umgekehrt hinschreiben. Also ich könnte halt auch schreiben, die Spannung an dem Kondensator ergibt sich halt aus 1 durch C Integral I von T dt. Ja, aber, also weil hier steckt ja hinter, das Integral über den Strom ist die Ladung. Die Ladung durch die Kapazität ergibt die Spannung. Ja, weil ja eine Kapazität sowas ist, C ist Q durch U. Ja, und das steckt hier hinten in dieser Gleichung drin. So, da wir aber halt am Ende mal zur Berechnung dieses Ausgleichsvorgangs auf eine Differentialgleichung hinaus wollen und nicht auf eine Integralgleichung, nehmen wir sozusagen die Gleichung hier. Ja. Letztendlich ist das hier unten aber auch alles die gleiche Gleichung. So, und jetzt können wir halt hier so ein bisschen scharf drauf schauen und sagen, also wir haben jetzt alle relevanten elektrotechnischen Gleichungen aufgeschrieben. Wir haben Knotensätze aufgeschrieben, Maschensätze aufgeschrieben, Strom-Spannungsbeziehungen aufgeschrieben. Ja. Jetzt kommt Mathematik, jetzt müssen wir halt das sich daraus ergebende Gleichungssystem lösen. Ja, und wir können da nochmal scharf drauf schauen und sagen, wir haben halt 1, 2, 3 Unbekannte, die hier stehen, nämlich die beiden Spannungen und den Strom. Und wir haben auch 3 Gleichungen, nämlich das ist die erste Gleichung. Das hier ist sozusagen alles die zweite Gleichung, die hier in der Zeile stehen. Das ist ja die gleiche Gleichung, bloß in andere Richtung aufgeschrieben. Und das hier unten ist die dritte Gleichung. Ja, und jetzt haben wir 3 Gleichungen, 3 Unbekannte. Das können wir rein prinzipiell irgendwie lösen. Und also bis hier ist es total kochrezeptartig, bis hier ist es total einfach. Ich schreibe einfach Knotensätze, Maschensätze, Strom-Spannungsbeziehungen auf. Jetzt wird es so ein bisschen trickreich, weil man jetzt so einen kleinen mathematischen Blick haben muss, sich zu überlegen, wie forme ich das jetzt ineinander um, wie setze ich diese Gleichung ineinander ein, damit da halt eine Gleichung mit einer Unbekannten rauskommt. Das, was wir nachher die Differentialgleichung nennen, die wir halt lösen. So, naja, und ich meine, da ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht habe, habe ich da einen ganz guten Blick dafür, was man jetzt halt tun kann. Also ich würde zum Beispiel mal hier diesen Strom halt gleichsetzen. Ja, dann haben wir die beiden Gleichungen auch rein prinzipiell schon mal abgearbeitet. Also dann steht halt da UR von T durch R ist C mal DUC von T nach DT. Ja, so. Ich habe mal gesagt, wir wollen eine Differentialgleichung für das UC von T rausbekommen. Jetzt müssen wir irgendwie noch das UR ersetzen. Und das UR kriegen wir halt ersetzt, indem wir die Gleichung hier mal nehmen und halt nach UR umstellen. Dann steht halt da, UR von T ist UQ minus UC von T. Und das jetzt nehmen und im Prinzip hier unten einsetzen. Und damit das einfacher ist, hole ich mal das R hier mit hin an die Stelle. Ja, und setzt dann halt ein, also UR war ja, so wie es da oben steht, UQ minus UC von T ist gleich, genau, R mal C mal DUC von T nach DT. So, und dann können wir vielleicht noch das hier wegmachen und auf die Seite rüber addieren, dann sieht das halt schon richtig schön aus, weil da denn ja da steht, wir haben jetzt eine Gleichung mit einer Unbekannten, nämlich mit dem UC. Ja? Und das taucht halt aber einmal hier auf als Ableitung und einmal hier als Funktion an sich. Ja, und deshalb können wir diese Gleichung eben jetzt leider nicht so ohne weiteres in Richtung der gesuchten Spannungsfunktion hier umstellen. Ja, weil die halt da einmal so drin steht und einmal als Ableitung. Ja, und das, also weil die da halt einmal so und einmal als Ableitung drin steht, nennt man das Ganze halt eine Differentialgleichung. Und diese Differentialgleichung lösen heißt halt, wir müssen jetzt eine Funktion finden, die diese Gleichung hier erfüllt. Ja, so, das heißt, diese Differentialgleichung zu lösen. So, also das hier, was jetzt hier unten rausgekommen ist, ist
eine Differentialgleichung mit einer Unbekannten und die ist linear, ja, weil da halt nur die Funktion und die erste Ableitung, kein Quadrat der Funktion, kein irgendwie was anderes komisches, linear. Und die ist eine Differentialgleichung erster Ordnung, weil da halt nur die Funktion und die erste Ableitung drin vorkommt. Und man könnte noch sagen, die hat konstante Koeffizienten, weil das R und das C eben nicht von der Zeit abhängt. Ja, wenn R und C sich irgendwie noch ändern würden, dann wäre das halt nochmal komplizierter. So, und die ist aber leider inhomogen, weil hier drüben halt was steht, weil hier was eine feste Spannung steht. Wenn hier einfach eine Null stehen würde, dann würde man sagen, das ist eine homogene Differentialgleichung, wäre die noch einfacher zu lösen. Und um die jetzt zu lösen, machen wir auch als Trick erstmal, dass wir hier diese Seite 0 setzen. Ja? Also wir lösen erstmal, wir schauen uns erstmal die homogene Differentialgleichung an. Und das wäre halt die, wo da eine 0 steht. 0 ist R mal C mal, so, und ich schreibe jetzt mal, um so ein bisschen Schreibarbeit zu sparen, UC von T Punkt, ja, das Punkt soll die Ableitung sein, die erste Ableitung sein, plus UC von T. So, und jetzt suchen wir eben eine Funktion, die diese Gleichung löst, die diese Differentialgleichung löst. So, jetzt kann man da so ein bisschen scharf draufschauen mit seinem mathematischen Blick und sagen, wenn man einen mathematischen scharfen Blick hat, und halt sagen, die Funktion an sich und die erste Ableitung der Funktion multipliziert mit einem konstanten Faktor, die müssen immer 0 ergeben, für alle t's. So. Also muss ja, wenn die halt zusammen 0 ergeben sollen und jeweils nicht einfach nur 0 sind, müssen die ja irgendwie gleich sein. Richtig? Das und das muss irgendwie gleich sein, also das positiv und das negativ zum Beispiel, damit die halt zusammen immer genau 0 ergeben. So, also muss doch die Funktion an sich und die erste Ableitung der Funktion irgendwie gleich sein. Jetzt kann man so ein bisschen sich überlegen, bei welcher Funktion ist denn das so, dass das so ist, dass die Funktion und die erste Ableitung der Funktion gleich sind. Das ist bei E-Funktionen der Fall. So, und deshalb wählen wir eben als Ansatz, und alle MathematikerInnen, die jetzt zuhören oder sich das angucken, ja, also ein Ansatz ist ja immer, man rät eine Lösung, also man guckt da so scharf drauf und rät eine Lösung und zeigt, dass die geratene Lösung richtig ist. Und wir raten jetzt mal als Ansatz, dass UC von T eine E-Funktion ist. Eine E-Funktion, die irgendwie von der Zeit T abhängt. So. Und jetzt kann man sich halt als nächsten Schritt überlegen, das ist jetzt schon mal ein ganz guter Ansatz, aber so richtig der Weisheit letzter Schluss kann das noch nicht sein, weil wir müssen in der Funktion hier noch ein bisschen was ergänzen. So, und also im Prinzip kann man sich so zwei Gründe fallen mir auf jeden Fall ein, warum man hier noch was ergänzen muss. Es gibt vielleicht noch ein paar mehr. Also, warum kann das hier nicht funktionieren? Warum kann das nicht die Funktion sein für UC von T? Weil das keine Einheit hat, genau. Ja. Also erstmal, na doch, die Zeit hat schon eine Einheit, aber ich kann nicht e hoch eine Zeit rechnen. Ich kann nur e hoch eine Zahl rechnen. Also müssen wir irgendwas hier vorschreiben, ja, was halt als Lambda die Einheit 1 durch Sekunden hat, sodass halt Lambda mal t, genau, ja, dass halt das zusammen einheitenlos ist, weil die Zeit ja die Einheit Sekunde hat. So. Das funktioniert schon mal. Wir haben jetzt hier oben was Einheitenloses. Wir rechnen e hoch eine Zahl. Das geht. So, wenn man e hoch eine Zahl rechnet, kommt was bei raus? Eine Zahl, ja. So, was wollen wir aber haben? Eine Spannung haben. Also braucht man noch irgendeinen Faktor davor, den nenne ich mal k, sodass dass die Einheit von dem k eben Volt ist. Ja, so. So dass das halt passt, sodass da eine Spannung rauskommt. So. Und dann kann man sich halt noch, ich nehme mal eine andere Farbe, dann kann man sich halt noch grafisch irgendwie überlegen, was macht denn ein Faktor K, den ich so als konstanten Faktor mit einem Malzeichen, mit einer Multiplikation vor eine Funktion schreibe. Jetzt egal, ob das eine E-Funktion ist oder ein Sinus oder quadratische Funktion, was auch immer. Was macht das K mit dem Graphen der Funktion?
Ja, ändert die Größe, aber und zwar in welche Richtung? Nee, ich schreibe ja einfach einen Faktor vor die Funktion. Also wenn die Funktion irgendeinen Wert hat und ich rechne den Wert mal 2, dann ist die Funktion jetzt zweimal so groß. Wenn die Funktion irgendeinen Wert hat, ich rechne den Wert mal 1/2, dann ist die Funktion noch halb so groß. Also das streckt und staucht die Funktion in vertikaler Richtung. Also das k, wenn ich das so mit so einem Pfeil markiere, das grafisch gesehen würde das die Funktion in vertikaler Richtung anpassen. Ja? Und das Lambda macht halt was? Genau, das streckt und staucht in horizontaler Richtung. So. Und jetzt kann man sich halt überlegen, also auch dafür sind diese beiden Faktoren Lambda und K total nützlich, weil ich damit die Funktion halt passend machen kann zu der Schaltung. Ja? Also irgendwie muss ja die Funktion, die Lösung nachher, die Exponentialfunktion zu der Schaltung passen, zu den Parametern, zu dem R und C und so und zu dem UQ und was auch immer, was wir hier haben, zu den Parametern. Und damit kann ich die anpassen. Also es ist eine E-Funktion, aber damit die halt passt, damit ich die in der Richtung strecken und ziehen und stauchen und auseinanderziehen kann und in der brauche ich halt 2 Faktoren. Ja? Ja. Also dieser Ansatz ist dann verwendbar, wenn ich eine Differentialgleichung erster Ordnung habe. Weil, haben wir ja gerade gesagt, wenn die Funktion und die erste Ableitung gleich sein sollen, dann wäre das eine E-Funktion. So. Wenn die Schaltung anders aussehen würde, würde trotzdem so aussehen, also die erste Ableitung und Ableitung. Ja, also solange, jetzt kann man hier so ein bisschen so sich über Schaltung Gedanken machen. Wo kommt denn diese eine Ableitung her? Na, die kommt halt von dem C, ne? Die kommt halt hier von dieser Ableitung, weil das C eben ein Speicherelement ist. Da kann ja Energie drin gespeichert werden in dem elektrischen Feld. Genauso, wenn ich jetzt eine Induktivität irgendwie hätte in der Schaltung, dann kann die Induktivität Energie speichern in dem Magnetfeld, wäre auch ein Speicherelement. Da hätten wir ja halt U ist L mal die I nach dt, wäre auch eine Ableitung. So. Und jetzt kann man so ganz pauschal sagen, wenn ich da ein Speicherelement drin habe, führt das, also ein L oder ein, entweder ein L oder ein C, führt das auf eine Differentialgleichung erster Ordnung. Ja? So, wenn ich da 2 Speicherelemente drin habe, 2 unterschiedliche Speicherelemente, also ein L und ein C, dann können die ja auch Energie austauschen. Ne? Also dann kann das, die Kapazität kann die Induktivität aufladen und die Induktivität kann dann wieder sich entladen und die Kapazität aufladen und so hin und her. Und dann kommt man halt mit 2 unterschiedlichen Speicherelementen, mit einem L und einem C, typischerweise auf eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Ja, und in der Differentialgleichung zweiter Ordnung steht ja dann sowas drin wie die Funktion und die zweite Ableitung müssen gleich sein. So, und jetzt kann man sich halt überlegen, bei welcher Funktion ist das so? Immer noch E-Funktion, aber auch? Die Funktion und die zweite Ableitung gleich sind. Bei Sinus und Cosinus. Ja, wenn ich einen Sinus einmal ableite, kommt ein Cosinus raus. Wenn ich nochmal ableite, kommt minus Sinus raus. Es ist wieder eine Sinusfunktion, aber mit einem umgedrehten Vorzeichen. So. Und deshalb, also wenn man sowas hat wie, ich kann das ja mal irgendwie kurz ergänzen. Ja, also wenn ich jetzt ein UC-Punkt-Punkt hätte, dann würde ich halt eine Sinusfunktion als Ansatz nehmen. Und das ist auch eigentlich total logisch, weil eine Sinusfunktion repräsentiert ja eine Schwingung. Ja? Und wenn ich 2 unterschiedliche Speicherelemente reinbaue, ein L und ein C, dann habe ich auch einen Schwingkreis gebaut. Dann ist ja auch total logisch, dass da halt am Ende irgendwas schwingt mit einer Sinusfunktion. Ja? So. Und man kann aber trotzdem eine E-Funktion nehmen. So, und dann wird man halt noch manchmal sowas haben, dass man halt eine zweite Ableitung hat, eine erste Ableitung und die Funktion an sich. Ja. Das kann auch vorkommen, dann nimmt man im Prinzip, dann nimmt man auch eine E-Funktion. Ja? Und da muss man sich aber überlegen, dann brauche ich halt, dann kommen da 2 unterschiedliche Lambdas nachher raus. Und dann braucht man möglicherweise auch 2 unterschiedliche Ks, also dann kriegt man einfach 2 Lösungen für das Lambda raus. Ja? Also ich sage mal so als Faustregel, eine E-Funktion als Ansatz zu wählen, kann nicht so falsch sein.
Weil auch wenn ich halt bei diesem hier mit der zweiten Ableitung das mache, dann kommt ja trotzdem die E-Funktion, also kann ich trotzdem die E-Funktion nehmen. Bloß, dass die E-Funktion nachher, dann wird das Lambda halt komplexwertig. Ne? Und eine E-Funktion mit einem komplexen Exponenten ist im Prinzip eine Sinus- und eine Kosinusschwingung. Ja, steckt da so dahinter. Also deswegen, eine E-Funktion zu nehmen, ist nie so falsch. Zumindest für so erste, zweite, dritte Ordnung da, das wird, also ohne dass ich jetzt irgendwie große Mathematikerin bin, postuliere ich mal so, dass das so passt. Ich muss aber, brauche aber immer irgendwie diese beiden Faktoren davor, ja, um die Einheiten hinzubekommen ordentlich und um diese Funktion halt anzupassen. Naja, und wenn ich halt eine zweite Funktion habe, dann wird das, was halt danach kommt, das bleibt prinzipiell das Gleiche, wird aber alles mathematisch gesehen ein bisschen komplizierter. Ja, so. Jetzt müssen wir, also jetzt haben wir hier scharf draufgeschaut, haben gesagt, das muss irgendwie eine E-Funktion sein. Wir haben jetzt diese E-Funktion aufgeschrieben. Jetzt müssen wir ja unseren Ansatz irgendwie mit der Gleichung hier verheiraten. Ja? So. Hier das UC von T, das könnten wir ja schon mal nehmen und könnten das ja schon mal hier einsetzen. Ja? Für vorne, das fehlt uns noch, aber das ist ja kein Problem. Das können wir auch mal ausrechnen. Leiten wir das einfach mal ab. C von T Punkt, die erste Ableitung. So, wenn ich jetzt das hier ableite, was kommt da raus? Und Genau. in einer Ableitung ist Lambda Genau. und die Ableitung von ist dasselbe. Genau. Also die E-Funktion abgeleitet ist die E-Funktion. Wir brauchen eine innere Ableitung aufgrund der Verkettung und das K sagt uns die Faktorregel, schreiben wir einfach davor. So, und jetzt können wir eben das auch nehmen und auch hier an der Stelle in unsere homogene DGL halt einsetzen. So, und dann sieht die homogene DGL so aus, dass da steht 0 ist gleich R mal C mal Lambda mal K mal E hoch Lambda mal T. Habe jetzt hier aus Versehen irgendwie das Lambda und das K getauscht. Plus K mal E hoch Lambda T. Ja, das hier vorne, das war die Ableitung der Funktion, das UC Punkt, das hier hinten war die Funktion an sich. So. Und warum haben wir das jetzt gemacht? Weil wir jetzt eine Gleichung haben, wo wir das Lambda rausbekommen. Ja, wir können jetzt diese Gleichung nach Lambda umstellen, und zwar indem wir durch die E-Funktion teilen. Ja, hier drüben, wenn ich 0 durch irgendwas teile, bleibt das halt 0. So, jetzt kann man sich noch überlegen, warum darf man durch die E-Funktion teilen? Man darf durch die E-Funktion, also man darf durch die E-Funktion teilen, wenn die nicht 0 ist, wenn die nicht 0 wird. So, wird eine E-Funktion 0? Hört sich an. Genau, die nähert sich beliebig dicht der 0 an, aber die ist halt nie 0. Deswegen kann ich durch die teilen. So, und ich kann genauso auch durch das K teilen, weil das K auch nicht 0 sein sollte. Wenn das K 0 ist, dann wäre halt die Funktion 0. Das würde zwar irgendwie diese Gleichung hier oben erfüllen, ja, 0 ist 0 plus 0, aber das wäre halt eine triviale Lösung. Also es wäre keine sinnvolle Lösung. So. Und also, ja, weil die E-Funktion, weil das K immer, weil die beide immer ungleich 0 sind, kann man durch die teilen. So, dass hier hinten halt eine 1 überbleibt, die dürfen wir nicht unterschlagen. So, und die Gleichung können wir jetzt nach Lambda umstellen. Also wir holen das, die 1 auf die andere Seite und teilen durch das RC. Und dann kommt da halt raus, Lambda ist minus 1 durch RC. Ja. So, jetzt könnten wir schon mal an der Stelle so eine ganz kleine Probe machen, indem wir mal hier oben irgendwie auf diese Einheiten schauen und nochmal uns überlegen, was ist denn die Einheit von R mal C? So, was ist die Einheit von R? Das ist Ohm. Und das kann ich auch schreiben als Volt durch Ampere. Was ist die Einheit von dem C? Das ist Farad. Das sind Amperesekunde pro Volt. Also steht ja hier unten, ne? Ladung durch Spannung. Amperesekunden pro Volt. So. Und dann kürzen sich die Volt gegen die Volt und die Ampere gegen die Ampere. Und da bleiben halt die Sekunden über.
Und das sollte ja auch genauso sein, weil Lambda sollte 1 durch Sekunde als Einheit haben. Wenn RC die Einheit Sekunde hat, ist das 1 durch Sekunde, passt halt so ziemlich genau. Ja, so. Und das Lambda ist halt negativ, was auch irgendwie sinnvoll ist, weil wir haben ja gesagt, wir brauchen hier so einen Vorzeichenwechsel drin. Das müsste positiv sein, das müsste zum Beispiel negativ sein, damit sich das halt aufhebt. Ja, und das macht ja genau, wenn das Lambda hier oben negativ ist und ich diese erste Ableitung ausrechne, dann wird die ja negativ vom Vorzeichen her. Ja, so dass die sich hier oben wunderbar aufheben können in dieser homogenen Differentialgleichung. So, wunderbar. Also können wir jetzt das Lambda nehmen. Ich nehme mal nochmal eine andere Farbe. Könnten jetzt das Lambda nehmen und könnten das hier einsetzen in unseren Ansatz. Dann hätten wir die Lösung. Das ist die Lösung der homogenen Differentialgleichung. Wir sind ja nur von der homogenen Differentialgleichung ausgegangen. So, jetzt brauchen wir noch die Lösung dieser inhomogenen Differentialgleichung hier unten. Ja, diese hier. So, und die Lösung der inhomogenen Differentialgleichung ist die sogenannte partikuläre Lösung. Schreibe ich mal hin, partikuläre Lösung. Und die ergibt sich immer, zumindest in den elektrotechnischen Beispielen, immer daraus, dass man sich anguckt, was passiert denn, wenn ich einfach sehr lange warte, wenn ich das T gegen unendlich gehen lasse. So, also wir machen den Schalter zu und warten einfach sehr lange. Was passiert denn mit der Spannung an dem Kondensator? Also das gibt voll aufgenommen, das gleiche UQ. Genau, da kommt halt einfach UQ raus. Aber mussten wir außer Lambda nicht K aufberechnen? Oder? Ja, genau. So, das kommt jetzt noch. Ja, also aus dieser homogenen Differentialgleichung und so und aus unserem Ansatz kriegen wir erstmal nur das Lambda raus. Ja, dann die Lösung der inhomogenen Differentialgleichung ist diese partikuläre Lösung. Das ist in dem Fall hier UQ. Ja, so und jetzt kriegen wir halt eine Gesamtlösung raus. Und die Gesamtlösung ist die Lösung der homogenen Differentialgleichung, das, was wir hier oben hatten, und diese partikuläre Lösung. Also UC von T ist das von da oben, K mal E hoch Lambda T plus UQ. Ja, plus die partikuläre Lösung. So, ich kann das mal nochmal kurz irgendwie kennzeichnen. Ja. Also wir haben jetzt das hier oben genommen. Diesen Teil hier. Für partikuläre Lösung ist es so, dass es immer T gegen unendlich geht oder gibt es andere Fälle? Nee, also das ist immer für, was passiert für große Zeiten. Ja, was passiert, wenn halt dieser Ausgleichsvorgang abgeschlossen ist. Ja, so, also da kommen diese beiden Sachen her. So, und die einzige Unbekannte, die wir jetzt noch haben, die wir halt immer noch bestimmen müssen, das ist, wie schon richtig gerade gesagt, das K hier. So, und das K kriegen wir jetzt raus aus dem, was wir hier oben mal aufgeschrieben haben, aus dieser Anfangsbedingung. Nämlich, dass das UC von 0, 0 sein sollte. Ja, so, und ich schreibe jetzt das mal hier oben hin. Also ich setze jetzt mal unsere Gesamtlösung sozusagen in diese Anfangsbedingung ein, indem ich halt für das T 0 einsetze. Dann steht da K mal E hoch Lambda mal 0. Ja, das ist sozusagen K mal E hoch 0. Das Lambda lasse ich mal weg. Plus UQ. So. E hoch 0 ist 1. Ja, und dann steht da halt, wenn K plus UQ 0 ist, dann kann man das UQ auf die andere Seite holen, dann folgt daraus halt, dass K minus UQ ist. Ja, so, und das heißt, das können wir hier unten einsetzen, dann steht hier minus UQ und dann könnte man jetzt in dieser Gleichung da unten eben das UQ schön ausklammern und dann steht da UQ mal 1 minus E hoch Lambda T. Oder wenn ich für das Lambda gleich das auch noch einsetze, was wir oben ausgerechnet haben,
dann steht da E hoch minus T durch R mal C, Klammer zu. So, und das ist jetzt die Lösung. Das ist die Lösung, die wir gesucht haben am Anfang. So wird sich das UC von T verhalten über der Zeit. Ja. So, und jetzt könnten wir halt noch im Prinzip irgendwie die nächste Seite kurz darauf verwenden, das halt mal zu skizzieren. Ja. Also ich mache mal hier so ein schönes Diagramm. Und sag mal, das ist die Zeit und das ist UC von T. Und schreib halt nochmal hier die Gleichung hin. UQ mal 1 minus E hoch minus T durch, ich schreibe jetzt mal hier Tau hin als Zeitkonstante, ne, mit, wobei das Tau halt sich ergibt aus R mal C. So. Naja, und jetzt müsste man das halt so ein bisschen zeichnen. Jetzt ist halt die Frage, wie zeichnet man diese Funktion? Ja, also wir könnten jetzt Zahlen einsetzen. Können wir, also ist eine super gute Idee, machen wir mal. Ich mache das mal so, dass ich, weil das jetzt natürlich mit Zahlen einsetzen irgendwie einfacher geht, das halt in Octave zu machen. Also hier haben wir jetzt irgendwie Octave und ich tippe mal ein R, hat man gesagt, ist ein Kilo Ohm, einmal 10 hoch 3. So, C sollte ein Mikrofarad sein, Mikro sind 10 hoch minus 6, 1E6. Naja, und was für Zeiten setzen wir denn jetzt ein? Das wäre ja so ein bisschen die Frage. Ja, auf jeden Fall bei 0 anfangen. Ja, aber bis unendlich, das werden wir halt schwer plotten können. Also unendlich. Also wir können ja mal machen, wir machen mal 10 Sekunden. Ja. Wir machen mal 10 Sekunden und wenn wir das jetzt so machen, nimmt der halt, glaube ich, 100 Werte. Sehen wir gleich. Jetzt haben wir 100 Werte zwischen 0 und 10 Sekunden. So, wenn ich das jetzt mal ausrechne oder halt im Prinzip irgendwie direkt plotte, also über der Zeit wollen wir jetzt, wir brauchen noch UQ. UQ sind 9 Volt. So, und jetzt kann ich halt plotten über der Zeit UQ mal 1 minus die E-Funktion als Exponent minus T durch R durch C. So, und dann Klammer zu von hier, von dem Exponenten, Klammer zu von der Funktion, Klammer zu vom Plotten. Dann kommt da das bei raus. Ich beschrifte jetzt mal noch, weil ich anständiger Wissenschaftler bin, die Achsen und schreibe mal ran, das ist die Zeit in Sekunden. Und an der Y-Achse haben wir die Spannung in Volt. So, und naja, dann sieht das jetzt halt so aus. Ist das wahnsinnig sinnvoll? Ist das so, wie wir das jetzt erwarten würden? Irgendwas habe ich gerade kaputt gemacht. Ich kenne mich hier mit dem Plot-Kommando sieht nicht so richtig aus. Ich mache mal noch ein Gitternetz dazu und hoffe mal, dass die Achsen dann wieder auftauchen. Machen sie aber offensichtlich nicht. Ich plotte mal einfach noch mal kurz neu. Indem ich einfach noch mal auf die Befehle klicke. So. Ziehe das mal ein ganz bisschen größer und zoome mal hier vorne rein. Sieht das sinnvoll aus? Ja, aber wie sieht das wie eine E-Funktion aus? Nee, sieht eher wie eine lineare Funktion aus. So, und das liegt halt, das liegt halt daran, dass unser Zeitbereich, den wir jetzt gewählt haben, mit den bis 10 Sekunden halt einfach viel zu groß ist. Ja,
Also das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man halt einfach eine Wertetabelle nimmt und Zeiten einsetzt, muss man halt schon ein bisschen eine Idee haben, was für Zeiten halt sinnvoll sind. So, und deswegen habe ich hier mal dieses Tau halt hier hingeschrieben, diese Zeitkonstante. Wenn wir jetzt nämlich da mal einsetzen, das sind halt 1000 Ohm oder 10 hoch 3 Ohm und 10 hoch minus 6 Farad. Dann hatten wir gerade gesagt, dass das schon mal als Einheit irgendwie Sekunden rauskommt. Und 10 hoch minus 3, 10 hoch 3 und 10 hoch minus 6 macht 10 hoch minus 3. Das macht 10 hoch minus 3 Sekunden oder eben eine Millisekunde. So, also diese Zeit, charakteristische Zeit, Zeitkonstante, die sich jetzt hier irgendwie ergibt, die liegt halt eher so im Millisekundenbereich. Und das heißt, nach 10 Sekunden ist das schon lange vorbei. Also 10 Sekunden sind halt viel zu lang. Ja? Wenn ich jetzt in die Rechnung in Octave nochmal zu dem T zurückgehe und da mal 10 Millisekunden einsetze, 10 mal 10 hoch minus 3, und nochmal die Zeiten ausrechnen lasse, ne? Jetzt ist die längste Zeit, die wir haben, sind halt 10 Millisekunden. Und jetzt nochmal das Plotte. Vielleicht erstmal den Plot suche, ja, und wieder die Achsen beschrifte und ein Gitternetz dran baue, dann sieht es halt schon viel mehr nach E-Funktion aus. Ja, so, also kann man machen, kann man eine Wertetabelle machen, kann man dann praktisch mit einer Wertetabelle irgendwie Ausrechnung plotten, muss man aber schlaue Werte einsetzen. Also nämlich im Idealfall Werte hier oben, die Vielfache sind von dieser Zeitkonstante. Ja, also zum Beispiel eine Millisekunde, zwei Millisekunden, drei Millisekunden und so weiter und so fort. Ja, wenn ich das jetzt, ich kann das ja nochmal machen. Also wir können ja mal einfach sagen, T ist 0 bis, ich mach das mal mit dem Linspace-Befehl, da kommen wir jetzt halt besser drin hin. Also wenn ich sage, machen wir mal bis 5 Millisekunden, ja, und wir wollen halt 6 Schritte haben, also dass wir halt genau in 1 Millisekunden Schritten inklusive der Nullen das halt haben. Ja, jetzt hätte ich so eine Wertetabelle 0, 1, 2, 3, 4, 5 Millisekunden. So, und jetzt nehme ich mal nicht diesen ganzen Plot-Befehl, sondern ich lasse nur hier die Werte von der Funktion ausrechnen. Dann sieht man, da kommen halt 0 raus, 5,7. Ich versuche das jetzt mal hier, also ich mache mal, wie kriege ich das mal markiert? So. Gucken, ob ich das hier einfügen kann, Textbereich. So. Ja, also das wäre jetzt hier so eine Wertetabelle und jetzt könnte ich eben sagen, nach einem Tau, nach zwei Tau, nach drei Tau, nach vier Tau und nach fünf Tau hätte ich jeweils diese Werte, wenn ich das von Hand zeichne. Ja, und hier könnte ich mir auch mit einem Taschenrechner ausrechnen, indem ich einfach das da oben in den Taschenrechner einsetze und ausrechne. Heißt man jetzt mal gerade irgendwie kein Octave oder so MATLAB-Software. So, wenn da 9 sind hier vielleicht 6 und hier vielleicht 3 Volt. Und dann könnte ich mir noch ungefähr das Raster halt dazwischen überlegen, um das so ein bisschen gleichmäßig aufzuteilen. So, und dann sehen wir halt, also wir fangen bei 0 an. Das ist hier. Dann sind wir schon bei 5,6. Das wäre vielleicht ungefähr hier. Dann sind wir schon bei 7,7. Das wäre vielleicht ungefähr hier. Dann sind wir schon bei 8,5. Das wäre ziemlich weit oben bei 8,8. Jetzt steigt es halt nur noch ein bisschen an 8,9. Ja, und wenn ich jetzt diese Punkte miteinander verbinde, dann kommt da halt schon mehr oder weniger, immer ein bisschen schwierig, das hier so aus der freien Hand zu zeichnen, diese E-Funktion bei raus, die halt diesen Aufladevorgang da widerspiegelt. Ja? Und die sich eben so langsam und asymptotisch an diesen Endverlauf, den wir aber eigentlich nie wirklich erreichen, die 9 Volt halt annähert, beliebig dicht. Ja, so. Also das wäre die eine Variante. Ich mache irgendwie eine Wertetabelle. So, und die andere Variante,
wäre vielleicht, sich so ein bisschen zu überlegen, nochmal hier irgendwie so ein Diagramm, einfach mit X und Y. So, und das, was wir jetzt mal anfangen zu zeichnen, ist, ich nehme mal Rot, also jetzt einfach nur mit verschiedenen Farben. Wie sieht denn E hoch X aus in so einem Diagramm? Wie sieht eine normale E-Funktion aus? Also E hoch 0, hat es ja gesagt, ist wie groß? Ist 1. Müssen wir irgendwie hier landen. So, wenn ich jetzt das X größer mache, was passiert mit der E-Funktion? Nee, die wird größer. Und wenn ich das X kleiner mache, wenn das negativ ist, wird die kleiner. Also eine normale E-Funktion, die kommt hier von der 0, ja, und steigt hier an auf 1 und steigt dann eben immer steiler, immer steiler, immer steiler. Ja, weil ja, wenn ich jetzt, also warum sieht die halt so aus? Wir haben ja gesagt, die Ableitung von der E-Funktion ist wieder eine E-Funktion. Ja, und was heißt Ableitung grafisch betrachtet? Der Anstieg. So, wenn ich mal gucke, hier der Anstieg an der Stelle, der ist halt, ist nicht schön eingezeichnet, ja, aber der ist halt 1. Deswegen hat die Funktion den Wert 1. Der Anstieg wird hier immer steiler, immer größer. Deswegen wird die Funktion halt immer größer, immer steiler. Ja, und hier vorne, der Anstieg wird halt immer kleiner, ja, und geht gegen 0, so wie die Funktion ja gegen 0 geht. Also die Funktion ist wirklich so groß, wie ihr Anstieg ist. Und das gilt ja auch für eine E-Funktion, dass die halt so groß ist wie ihr Anstieg. So, also deswegen sieht die E-Funktion genauso aus, weil sie halt so groß ist wie ihr Anstieg. Dann können wir uns als nächstes überlegen, was wollen wir jetzt halt haben? Wir wollen ja nicht e hoch x hier haben, sondern wir wollen e hoch minus x haben. Wie sieht e hoch minus x aus? Oder was macht das Minus vor dem x grafisch gesehen mit der Funktion? Genau, spiegelt das an der y-Achse, weil ich mache ja aus allen positiven x ein negatives, aus allen negativen x ein positives und umgekehrt. Also sieht die e hoch minus x Funktion, die sieht halt so aus, ungefähr. Ah, du müsst hier dichter an der x-Achse dran, da habe ich jetzt keine Lust, das nochmal neu zu zeichnen. So, aber so prinzipiell sieht e hoch minus x aus. So, jetzt können wir als nächsten Schritt gucken. Ich nehme mal hier drüben die Stifte. Was haben wir denn als nächstes? Wir haben nicht e hoch minus x, wir haben minus e hoch minus x. Wie sieht minus e hoch minus x aus? Also, das wäre spiegelt. Genau, das spiegelt das Ganze an der y-Achse, ja, an der x-Achse, an der x-Achse. Also hier steht ja sozusagen, das ist y, ne? Wenn ich da Minus vorschreibe, wird aus allen positiven y negatives y, aus allen negativen positives, die sind hier alle positiv, dann werden die alle negativ. Dann sieht diese Funktion einfach so aus. So, das ist Minus e hoch minus x. Und jetzt haben wir als letzten Schritt oder als praktisch fast letzten Schritt 1 minus e hoch minus x oder das minus e hoch minus x plus 1. Was macht ein plus 1, dass ich vor die Funktion vorschreibe oder hinter die Funktion? Also ich rechne jetzt im Prinzip einfach alle y-Werte plus 1. Genau, wir schieben einfach die Werte alle um 1 nach oben. Ja? Also vorher war die mal hier bei minus 1 die Funktion, jetzt ist die halt genau bei 0, ja, weil hier, das waren ja mal 1. Und die nähert sich jetzt eben nicht mehr der 0 an, sondern die nähert sich der 1 asymptotisch an. Ja, so. Und das ist jetzt im Prinzip unsere Funktion. Ja, und deswegen sieht die hier ja auch so aus. Das ist jetzt genau, also das Blaue, was wir drüben gezeichnet haben, ja, ist jetzt genau dieser Abschnitt hier, genau dieses Stück.
Ja, so. Und die nähert sich jetzt eben nicht der 1 an, sondern die nähert sich dem Wert UQ an, weil das hier ist ja UQ. Ja, und die hat, tja, jetzt hätten wir halt hier noch irgendwie uns überlegen müssen, also wo hier irgendwie die 1 ist an der Achse. Ne? Hier an der Achse die 1 ist vermutlich ungefähr irgendwo hier so. Also weil bei 1, wenn ich e hoch 1 rechne, hat die e-Funktion was für einen Wert? E hoch 1 ist halt e, ne? Und e sind halt 2,7, weiß nicht, irgendwas, 2,73 oder sowas. Also hier ist e, ja? Und e hoch minus 1, 1 durch e, ist 0,37 Punkt, 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 irgendwas. Das ist sozusagen hier so dieser Wert, den wir hier haben. Das sind hier die, ja, hier wäre minus 1, hier wären die 0,37. So, und also, jetzt muss man sich ja noch irgendwie so ein bisschen überlegen. Das heißt, das hier wären jetzt hier minus 0,37 an der Stelle. Und wenn ich jetzt die minus 0,37 um 1 hochschiebe, dann hat das hier als Wert 0,63. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, so. Also da, wo ich, oder das sind 63%. Also da, wo ich 63% des Endwertes habe, ja, das könnte man jetzt halt ausrechnen, das, also 63%, 63 Hundertstel mal 9 Volt mal, oder mal UQ, ne? Ergibt 5,67. Das ist genau der Wert, der hier steht. Ja, so. Also da, wo wir halt diesen Wert haben, diesen, ja, das sind die 63%, ja. Da, wo wir die 63% haben, da ist sozusagen 1 auf der X-Achse vergangen. Und 1 auf der, hier auf der X-Achse heißt bei uns halt ein Tau auf der Zeitachse. Ja? Und deshalb steht eben hier ein Tau. Also ich kann auch hier einfach eben scharf drauf schauen auf diese Funktion und halt sagen, okay, 1 minus E hoch minus T durch Tau, das sieht halt so aus. Das muss genau diese E-Funktion sein, ja, und die steigt halt auf UQ an, also das UQ, das macht halt genau hier diesen Wert und das Tau hier, das macht eben genau den Wert hier unten, ja, so, also erste Variante nochmal wäre, man macht sich eine Wertetabelle, braucht man aber schlaue Werte, die man einsetzt, sodass da halt auch was Sinnvolles rauskommt. Zweite Variante ist, man überlegt sich, wie diese E-Funktion aussieht und zeichnet halt diese E-Funktion ein und weiß dann, okay, die muss irgendwie auf UQ ansteigen und da, wo hier das Tau steht, da bin ich halt irgendwie bei 63%, weil mir das halt hier unten so meine Rechnung sagt mit, was ist E, was ist 1 durch E, was ist 1 minus 1 durch E, ja. So, und die, sagen wir mal, die dritte Variante wäre, wieder, ich weiß, okay, das steigt irgendwie auf UQ an. Ich zeichne diese E-Funktion einfach so ein, so aus der Hand, wie so eine E-Funktion ansteigt. Und dann gibt es noch, hat die E-Funktion so eine Eigenschaft und so einen Trick, das mache ich mal jetzt hier in Pink. Immer, wenn ich eine Tangente an die E-Funktion ranlege, ist jetzt so ein bisschen schade, dass ich hier keine Linien zeichnen kann. In dem Schreibtisch immer da, wo die Tangente, also von dem Punkt, wo ich die Tangente anlege, bis da, wo die Tangente die Asymptote schneidet, bis hier oben, ist genau ein so ein Tau vergangen, ist genau eine Zeitkonstante vergangen. Ja, wenn ich jetzt hier in diesem Punkt wieder eine Tangente anlege, an die E-Funktion, da, wo die Tangente die Asymptote schneidet, da ist wieder eine Zeitkonstante vergangen. Da, wo die Tangente die Asymptote schneidet, ist wieder eine Zeitkonstante vergangen. Da, wo die Tangente die Asymptote schneidet, ist wieder eine Zeitkonstante vergangen und so weiter.
Ja, und dann kann man damit halt auch die Achse hier unten beschriften im Sinne von, was steht da halt oben an dem Ding dran. So, naja, gut. Also jetzt haben wir das schon in MATLAB gerechnet. Wir haben das jetzt auch irgendwie nochmal von Hand gezeichnet, was man jetzt vielleicht als letzten Schritt irgendwie machen könnte, um sich nochmal zu vergewissern, dass das auch wirklich irgendwie alles so schön stimmt. Und ich meine, dann können wir uns danach ein anderes Beispiel anschauen. Warum findet der das hier nicht? Das ist doch irgendwie fies. So, könnten wir jetzt nochmal diese Schaltung halt mal rasch in LTSpice bauen, um da so die typischen Probleme auch zu sehen und sich zu überlegen. Also ich bräuchte als erstes mal eine Quelle, die finde ich bei Component und Voltage. So, die baue ich mal hier gleich irgendwie hin und gebe dir halt mal 9 Volt. So, dann brauchen wir einen Widerstand, den finden wir hier. Den drehe ich mal so rum, dass der halt da oben in die Richtung zeigt und nehme die Kapazität und baue die mal hier hin. Und jetzt sieht man schon, ich habe den Schalter weggelassen. Da jetzt einen Schalter einzubauen, verkompliziert die Sache total, weil man, also es ist nicht so, dass es in LTSpice keine Schalter gibt. Man würde hier unter SW, unter Switch einen Schalter finden. Aber dann müsste man sich noch eine Spannungsquelle überlegen, die diesen Schalter halt steuert. Und eigentlich brauchen wir das nicht wirklich. Wir können auf den Schalter ganz gut verzichten, weil wir, indem wir eben sagen, wir simulieren nur den Zeitraum, wo der Schalter halt geschlossen ist, ja, wo der schon zu ist. So, da müssten wir dem Widerstand natürlich sagen, hier, du bist 1 Kiloohm groß. Wir müssten der Kapazität sagen, du bist 1 Mikrofarad groß. Wir müssten noch einen Masseknoten hinsetzen hier unten. Und ja, jetzt sieht man schon, dass, also wenn man hier unten in diese Ecke schaut, dass LTSpice die Knoten durchnummeriert, sagt, das ist der Knoten 1, das ist der Bezugsknoten, das ist der Knoten 1, das ist der Knoten 2. Und die Spannung über dem Kondensator, das wäre halt im Prinzip die Spannung hier am Knoten 2 in der Knotenspannungsanalyse, die im Hintergrund gemacht wird. Ich gebe mal diesem Knoten einen festen Namen und nenne ihn mal UC. Ja, jetzt heißt dieser Knoten, wenn man hier unten in die Ecke guckt, der heißt halt Knoten UC. Die Spannung an diesem Knoten entspricht der Spannung über dem Kondensator, die wir halt wissen wollen. So. Und jetzt können wir halt simulieren. Und jetzt ist auch wieder so eine Sache, als Stoppzeit wissen wir jetzt ja schon, wäre halt schlau, sowas wie 10 Millisekunden einzustellen. Ja, so, und simulieren mal und gucken uns hier diese Spannung an. Und dann stellen wir fest, oh, das funktioniert nicht so richtig, die Spannung ist halt 9 Volt. Ja, wir sehen gar nicht, wie sich das Ding auflädt. So, und das hängt halt damit zusammen, dass wir, also das MATLAB schon im Endeffekt sofort diese partikuläre Lösung berechnet und diesen Arbeitspunkt bestimmt. Und wir können aber LTSpice sagen, mach das mal nicht. Ja, skip Initial Operating Point Solution. Und dann steht hier halt eine Abkürzung UIC. Und das UIC heißt offensichtlich ja nicht so was wie Skip Initial Operating Point Solution. Das UIC heißt Use Initial Condition, benutze die Anfangsbedingung. Ja? Und die Anfangsbedingung hier ist halt einfach, da ist vorher keine Spannung drauf. So, und wenn wir jetzt damit simulieren, siehe oh Wunder, dann kommt halt genau das raus, was wir jetzt gerade schon mal irgendwie, da ist immer ein bisschen, nee, nicht so kleiner machen, das ein bisschen kleiner machen. Hier hinziehen, nochmal die Fenster ein bisschen hinsortieren und vielleicht hier das Oktavfenster auch ein bisschen kleiner machen. So, und dann sieht man, dass das, also sowohl das, was wir jetzt von Hand gerechnet haben und sozusagen von Hand gezeichnet haben, das, was wir in Octave geplottet haben als Lösung unserer
Differentialgleichung und das, was wir in LT-Space gerechnet haben, das stimmt halt beides oder alles dreis relativ gut und ordentlich überein. So, und das, was ich jetzt trotzdem immer noch im Prinzip gern zeigen wollen würde, ist, das war jetzt halt ein einigermaßen sehr mathematischer Lösungsweg. Ne? Gucken, ob sich das wieder hinruckelt. Ja. Also wir haben halt gesagt, wir stellen Maschensätze auf, wir stellen Knotensätze auf, wir stellen die Strom-Spannungsbeziehung auf. Dann kam halt ziemlich viel Mathematik, diese Differentialgleichung aufzustellen und zu lösen. Ja, und dann haben wir das im Prinzip nur geplottet. So, es gibt jetzt noch so eine Möglichkeit und die finde ich halt auch immer wieder irgendwie sehr schön, diese Differentialgleichung oder dieses Schaltbild zu lösen, zu simulieren, sich zu überlegen, was da drin vorkommt, ohne halt explizit diese Differentialgleichung zu lösen oder halt die Differentialgleichung auf eine andere Art und Weise zu lösen. Also wenn da halt in der Aufgabe drinsteht, man soll die Differentialgleichung lösen, okay, dann muss man irgendwie die Differentialgleichung lösen. Aber wenn einen halt einfach nur so interessiert, was macht denn diese Schaltung, oder man hat irgendwie die Differentialgleichung gelöst, aber man ist sich nicht so richtig sicher, ob das denn irgendwie stimmen kann, ja, dass man nochmal eine andere Variante hat, halt irgendwie darüber nachzudenken. So, und die andere Variante darüber nachzudenken wäre, also wir gucken halt mal, was wir jetzt irgendwie so machen könnten, ja, Und ich mache mal noch mal eine dritte Folie auf und zeichne noch mal diese Schaltung halt hin. So, also wir hatten gesagt, wir haben die Quelle, wir haben den Schalter, den wir schließen zum Zeitpunkt 0. Und dann haben wir den Widerstand und dann haben wir die Kapazität, die halt aufgeladen wird. So. Und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen nochmal überlegt, auch was hier passiert. So, und ich schreibe mal hier hin, also an der Kapazität gilt I von T ist C mal D UC von T nach DT. Ja, und hier an dem Widerstand gilt halt irgendwie UR von T ist R mal I. So, weil das, was wir jetzt machen, das passt und das kann man prinzipiell auch für jede andere Schaltung halt machen. Ja, so vom Prinzip her. So. Und das UC von T würde halt in diese Richtung hier abfallen und das UR von T würde in die Richtung zeigen. Und der Strom dann natürlich in die gleiche Richtung. So, also vorher war der Kondensator entladen und wenn der Schalter offen war, gab es natürlich auch keinen Strom. Ja, so, jetzt mache ich den Schalter zu. So, und vorher können wir auch sagen, also die Quelle hier macht ja irgendwie eine Spannung. Ja? Wenn der Schalter offen ist, dann fällt natürlich die gesamte Spannung von der Quelle halt über diesen Schalter ab. Ja, weil wir ja gesagt haben, okay, vorher sollte der Kondensator leer sein, habe ich keine Spannung über den Kondensator. Ein Strom kann ja auch nicht fließen, weil der Schalter offen ist. Wenn der Strom null ist, ist die Spannung über dem Widerstand auch null. Also vorher, wenn der Schalter offen ist, habe ich die gesamte Quellspannung über dem Schalter. So, jetzt mache ich den Schalter zu. Jetzt muss die Quellspannung natürlich irgendwo hin. So, jetzt kann die Spannung von der Quelle sich halt überlegen, geht die Spannung auf den Widerstand oder geht die Spannung auf die Kapazität oder geht die halt irgendwie auf beide? Ja, so, wo geht die hin und warum? Ja, so, wenn jetzt aber vorher. Also ich schreibe jetzt mal hier irgendwie 9 Volt. Ich nehme jetzt eine andere Farbe. Weil, so. Jetzt könnte man halt sagen, na gut, ich mache das jetzt irgendwie zu. Vielleicht habe ich dann 4,5 Volt hier und sozusagen 4,5 Volt hier. Ja? So. Vorher war die Spannung doch hier aber 0.
jetzt auf einmal sind das halt 4,5 Volt. So, was würde das für die Ableitung bedeuten? Also vorher war die Spannung 0, jetzt springt die Spannung auf einmal auf 4,5 Volt. Also nicht die geht da hoch, sondern die springt instantan hoch auf 4,5. Was würde das für diese Ableitung bedeuten? Was ist die Ableitung von dem Strom? Also hier, das ist eine Konstante, ist die Ableitung 0. Hier ist die Spannung konstant, ist die Ableitung 0. Aber bei dem Sprung wäre die Ableitung unendlich. Ja, weil es unendlich steil hochgeht. Und unendlich, wenn die Ableitung unendlich ist, würde das heißen, der Strom müsste unendlich sein. Das klingt nicht so wahnsinnig sinnvoll. Ja? So, und deshalb, also muss kurz nach dem Einschalten, muss die Spannung hier erstmal 0 bleiben. Ja, also wenn ich mir das jetzt wieder hier überlege, ich zeichne halt hier ein Diagramm. Ja, und das kann man sich im Prinzip für jede andere Schaltung auch überlegen. Also ohne irgendwas zu rechnen, so wirklich zu rechnen, sich halt überlegen, was passiert da mit der Spannung und mit den anderen Spannungen. Ich mache mal hier, ich nehme mal Farben. Ich nehme mal Blau für UC von T. So. Also wir wissen, die Spannung über der Kapazität, die muss erstmal 0 bleiben, weil das war die Anfangsbedingung. Ja, die war halt vorher 0, die muss jetzt erstmal 0 bleiben. So, dann haben wir die Spannung von der Quelle, hier die zeichne ich in schwarz ein, die ist ja konstant 9 Volt, das ist irgendwo hier oben. Ja, das ist UQ. So, und naja, also wenn die Spannung von der Quelle jetzt nicht auf die Kapazität kann, wo muss die halt hin? Auf den Widerstand. Also die Spannung am Widerstand, die ist jetzt da. Das ist jetzt das Rote hier, das Rote wird UR von T. So, dann können wir gucken. Jetzt haben wir eine Spannung an dem Widerstand. Wenn man eine Spannung an dem Widerstand hat, was hat man dann auch zwangsweise durch den Widerstand durchzufließen? Ein Strom. So, also ein Strom gibt es auch. Der Strom macht das Gleiche wie hier das. Zeige ich mal hier hin, das wäre sozusagen äquivalent. Vielleicht kein Bruchstrich. Also der Strom würde sich genauso verhalten, ne? Hätte aber natürlich irgendwie andere Werte an den Achsen ranzustehen. So, jetzt haben wir einen Strom. Wenn wir einen Strom haben, was haben wir dann auch? Genau, wir haben eine Ableitung der Spannung. Ja? Also wir haben eine Spannungsänderung. Die Spannung steigt an dem Kondensator. Also die Spannung muss jetzt hier irgendwie ansteigen. Ich mache mal so. So. Wenn die Spannung über dem Kondensator ansteigt, was muss mit der Spannung über dem Widerstand passieren, wenn die beide zusammen immer noch so groß sein müssen wie UQ? Die sollte abfallen. Ja? So, wenn jetzt die Spannung über dem Widerstand abfällt, was passiert mit dem Strom? Der fällt auch ab, der wird auch kleiner. Wenn der Strom kleiner wird, was passiert mit der Ableitung der Spannung über der Kapazität? Genau, die steigt weiter an, aber die Anstiegsgeschwindigkeit wird kleiner. Ne? Also es geht nicht mehr so steil hoch, muss ich jetzt so gucken, es ist irgendwo nicht eingezeichnet. So, trotzdem steigt die aber noch an. Wenn die ansteigt, fällt der Strom ab. So, also fällt die Spannung an dem Widerstand ab. Fällt der Strom an dem Widerstand ab, fällt der Strom durch den Kondensator ab, fällt die Spannungsanstiegsgeschwindigkeit ab. Ja? Also die wird halt jetzt auch wieder ein bisschen kleiner. Ja? Also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber und jetzt kann man sich halt vorstellen, das geht halt immer so weiter. Ne? Also die steigt an, aber der Anstieg wird aber immer kleiner, ja, bis die halt irgendwann hier oben ist und die andere fällt halt ab und geht sozusagen gegen Null. Ja? Und das Gleiche macht halt der Strom. Deswegen war es ausgeglichen worden. Genau. Ja, bis das halt irgendwie ausgeglichen ist, ja. Weiß nicht, ob das deshalb, bis eben diese Auflade-Entlade-Vorgänge
ausgeglichen sind. So, und deshalb sieht das halt genauso aus, wie wir das auch, jetzt kann ich wieder eine Folie hochscrollen. Deswegen sieht das halt so aus, auch wie wir das hier gezeichnet haben. Ja, eben eine, also da kommt auch diese ansteigende E-Funktion bei raus. So, und wenn man jetzt das, was wir jetzt mal so uns ja, visuell, also visuell überlegt haben, halt sich so überlegt, also nochmal versucht in Formeln zu fassen. Also wir nehmen mal als Anfangsbedingung, ja, dass das UC 0 ist. Ja? Am Anfang sollte der Kondensator entladen sein. So, dann wissen wir aber jetzt, wenn wir den Schalter zumachen, ja, dass sich die Spannung über dem Widerstand, mal kommen wir da jetzt so voran, ja doch, kommen wir so, dass sich halt die Spannung über dem Widerstand ja ergibt aus der Quellspannung minus die Spannung über dem Kondensator. Richtig? So, und wenn wir die Spannung über dem Widerstand haben, dann können wir auch den Strom ausrechnen. Also I, mach jetzt mal ein kleines I, ergibt sich halt einfach dann aus dem UR durch R. Ja, so, und wenn wir den Strom haben, dann können wir auch die sozusagen die Änderung dieser Spannung hier ausrechnen. Ja, so, und jetzt ist, glaube ich, doch die andere Variante schlauer zu sagen, ich schreibe das mal so hin, ne, dass so wie das schon zwei Folien vorher da stand. Also die Spannung UC von T ergibt sich aus 1 durch C Integral I von T dt. Ja, so, und jetzt haben wir ja immer noch das Problem, also bis hier sieht es ja total einfach aus, jetzt haben wir immer noch das Problem, dieses Integral zu lösen, richtig? Ja, also wir hätten jetzt hier einen Strom und jetzt müsste man den Strom irgendwie in dieses Integral einsetzen und dieses Integral lösen. So, und jetzt kann man so Trick 17 machen und sagen, wenn ich jetzt mir nur einen ganz, ganz kurzen Zeitpunkt angucke, hier so einen ganz kurzen Zeitschritt, ja, dann kann ich doch so tun, wie wenn in diesem ganz kurzen Zeitschritt Strom und Spannung konstant sind. Ja, so, und wenn der Strom konstant ist, kann man den vor das Integral ziehen. Also wenn ich jetzt sage, ich mache das halt für einen ganz kurzen Zeitpunkt, dann kann ich den davor ziehen, dann habe ich nur noch eine 1 in dem Integral zu stehen. Wenn ich die 1 nach der Zeit integriere, ist es die Zeit. Ja? Und dann steht da halt im Prinzip I mal, ich mache jetzt mal hier so Delta T, ja? Mal ein Zeitschritt. Und zwar gilt das halt näherungsweise dafür, wenn das Delta T irgendwie, naja, sehr, sehr klein ist. Ja, also um das jetzt mal irgendwie sinnvoll hinzuschreiben, würde ich sagen, es sollte halt deutlich, deutlich kleiner sein als dieses Tau. Ja, hier wäre ja wieder irgendwo unser Tau. Das haben wir jetzt aus der Variante nicht so richtig rausbekommen, wann halt wo und wie dieses Tau halt hier ist. So, naja, aber wenn das halt kleiner, kleiner irgendwie ist als dieses Tau, vielleicht ein Hundertstel oder sowas, dann sollte das halt funktionieren. So, also können wir ja daraus ausrechnen, UC ergibt sich halt, also das neue UC ergibt sich aus dem alten UC plus 1 durch C mal I mal Delta T. Ja, so, und dann haben wir neues UC. Wenn wir neues UC haben, können wir neues UR ausrechnen. Wenn wir neues UR haben, können wir neues I ausrechnen. Wenn wir neues I haben, können wir neues UC ausrechnen. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Dann bauen wir von hier eine Schleife, die hier oben wieder anfängt. Ja, und machen das halt für alle Zeitschritte. So, und das basteln wir jetzt nochmal irgendwie schön in Octave zusammen. Und dazu nehme ich mal einen Editor und mache mal am Anfang ein Clear All und ein Close All. So, und schreibt mal wieder halt die Werte rein. Also R war 1 Kiloohm. C war ein Mikrofarad, UQ war 9 Volt. So, und das Tau hatten wir schon mal ausgerechnet. Das war halt R mal C. Also das ist so ein bisschen a priori Wissen braucht man halt auch, ne? Also ich muss, so ein, okay,
Weil sonst kriege ich halt nicht raus, wie meine Zeitschritte sein sollten. So, und jetzt sagen wir nehmen halt als Delta T, als Zeitschritt nehmen wir eben Tau Hundertstel. Ja, das sollte klein genug sein. So, und jetzt setze ich halt UC auf 0. Und zwar, also wenn wir Delta T auf Tau Hundertstel gesetzt haben und jetzt, was hatten wir vorher? Wir hatten 10 Millisekunden, wir hatten 10 Tau simuliert, dann bräuchte ich halt 10 mal 100 macht 1000. Also als Anzahl der Zeitschritte nehme ich mal 1000. Ja, so, und dann setze ich das UC halt einfach auf 0. Also ich schreibe da ganz viele Nullen hin. Das muss ich jetzt mal wegescapen, sonst steht da halt viel Quatsch nachher in der Kommandozeile drin. So, das ist unsere Anfangsbedingung, das, was hier oben steht. Ja, wir haben jetzt ganz viele Nullen. So, und jetzt kann ich halt sagen, ich baue eine Schleife für n und das läuft von 1 bis zur Anzahl meiner Zeitschritte. Und in jedem diesen Zeitschritt rechne ich jetzt das UR aus. Vielleicht sollte ich das mal ein großes C auch machen. Ein UR. Und dann nehme ich jetzt einfach die Formel, die hier drüben steht. UQ minus UC. Ja, so, also das ergibt sich aus UQ minus UC. So, und jetzt, ich schreibe erstmal die Formeln ab und dann denken wir weiter drüber nach. So, das I ergibt sich aus UR durch R. Und das UC ergibt sich aus UC, aus, ja, also aus dem vorherigen UC, da kommen wir gleich noch drauf, plus 1 durch UC, 1 durch C mal I mal das Delta T, was wir uns oben schon zusammengebastelt haben. So. Und dann ist die Schleife vorbei. Und dann könnten wir das halt wieder plotten. Plot T und UC. Von 1 bis nt. Und dann kann ich, glaube ich, hier das x-Label und das y-Label schon mal kopieren und noch ein Gitternetz kopieren. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Also, das sind jetzt nämlich halt auch einfach die Formeln, die das die Schaltung beschreiben. So. Und jetzt müssen wir noch über diese Iteration halt so ein bisschen nachdenken, über diese Schleife. Also wir wollen halt hier, ne, wir fangen jetzt bei n, bei dem kleinen n mit 1 an zu zählen. So, also würden wir hier jetzt auch den ersten Wert rausbekommen. Das ist ja eine Konstante, das ist kein Problem. Hier würden wir auch den ersten Wert reinpacken. Ja? Und der erste Wert hier oben wäre jetzt erstmal 0. Den gibt es schon mal, ja, aber der ist halt 0. So, dann würden wir wenn wir jetzt hier den ersten Wert reinpacken, auch den ersten Wert für den Strom rausbekommen. Und wenn wir dann den ersten Wert für den Strom da rausbekommen und den alten Wert für die Spannung, dann würden wir halt den neuen Wert, den n plus 1 Wert rausbekommen. So, und wenn man das jetzt mal so macht und das mal vielleicht erstmal speichert und halt sagt, das ist jetzt irgendwie ein RC-Glied oder RC-Aufladen oder so immer. Und dann muss ich mal den Editor hier ein bisschen was größer machen, dass ich noch das finde hier zum Ausführen. So, dann sagt er halt hier, irgendwas kann ich nicht machen. Zeile 6. Zeile 6. Nee, Zeile 19. Achso, das T gibt es halt einfach nicht zum Plotten. Da muss ich das T natürlich mal zusammenbauen. Das wäre halt ein Linspace von 0 bis NT mal Delta T. Ja, und dann kann ich das wahrscheinlich auch so machen, dass ich halt sage, der erste Zeitpunkt ist ja 0. Wenn ich bis n mal, also kann ich ja auch
ein NT plus 1 hinschreiben, dann kann ich mir wahrscheinlich hier das bis NT sparen. So, sollte eigentlich so funktionieren. So, und dann sieht man, dann kommt da halt auch das raus, was wir jetzt uns so überlegt haben, eine ansteigende E-Funktion. Und das Schöne ist, also jetzt aus meiner Sicht, ja, wir haben jetzt eine Lösung, da kommt eine E-Funktion raus, also numerisch eine E-Funktion. Bis jetzt steht ja aber nirgendwo eine E-Funktion drin. Ja, also wir haben das jetzt einfach nur so numerisch gerechnet mit Maschensatz. Das ist das Ohmsche Gesetz. Das ist die Stromspannungsbeziehung am Kondensator. Ja, also es sind jetzt genau die relevanten elektrotechnischen Gleichungen, die man so hat und so braucht. Maschensatz, Ohmsches Gesetz, Stromspannungsbeziehung an dem Kondensator. Und jetzt rechnen wir nur direkt mit denen rum, eigentlich total einfach. Und dann kommt da halt die Lösung dieses Ausgleichsvorganges bei raus. Ja? Und letztendlich, LTSpice im Hintergrund hier macht auch so ähnliche Geschichten. Ja? So, also ziemlich viele verschiedene Varianten, jetzt diesen Ausgleichsvorgang zu lösen. Vielleicht, bevor wir dann zu einem anderen Beispiel kommen, ein abschließendes Wort noch. Der das Ganze jetzt nochmal vielleicht irgendwie in ein bisschen anderes Licht rückt. Wenn ich mal hier oben nochmal diese Differentialgleichung, die hier unten steht, die übernehme ich jetzt nochmal auf die letzte Folie. Ja? Und dann können wir uns nochmal eine Variante überlegen, irgendwie, wie man die jetzt lösen könnte. Und dafür nehme ich mal, weiß nicht, grün. Also die Differentialgleichung war UQ ist R mal C mal das UC-Punkt, ja, die Ableitung der Spannung plus die Spannung an sich. Halt so. UC von T. Ja, und ich überlege, ob wir jetzt noch mal kurz irgendwie eine Differentialgleichung zusammenbasteln auf andere Art und Weise, wo halt der Strom rauskommt. Aber können wir auch so lassen. Können wir denn über den Strom können wir gleich mal nachdenken. Der Strom wäre vielleicht auch irgendwie noch ganz interessant. Aber nee, so sollte das eigentlich auch passen. So. Dann ist ja jetzt eben hier, wie schon besprochen, die Schwierigkeit. Wir können also diese Differentialgleichung lösen, heißt, wir müssen die Funktion finden, die diese Gleichung erfüllt. Wir können das nicht einfach nach dem UC von T umstellen, ne? Weil das UC von T einmal hier so da ist und einmal halt als Ableitung. So, was haben wir denn aber sonst so im zweiten Semester in Grundlagen Elektrotechnik gemacht? Wir haben halt gesagt, wenn zum Beispiel unsere Spannung hier sowas wäre, irgendwie ein Betrag oder eine Amplitude mal Sinus oder Cosinus von Omega T plus irgendein Phasenwinkel, ja, dann haben wir daraus einen komplexen Zeiger gemacht und haben gesagt, UC komplexer Zeiger wäre U Dach mal E hoch J Phi. Ja, so. Und was würde denn aus dieser Gleichung hier oben mit den komplexen Zeigern werden? Also und vielleicht ist es halt im Prinzip so besser hinzuschreiben. Ich schreibe mal jetzt nochmal, ich schreibe mal die Variante nochmal so hin. Also das war ja mal UR plus UC von T. Ja? Und für das UR setze ich jetzt mal ein, das ist einfach R mal I von T. Und für das UC setze ich ein, das ist das, was wir hier geschrieben haben, 1 durch C
Integral i von t dt. Jetzt hätten wir halt eine Differentialgleichung. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen schöner, wo jetzt halt der Strom rauskommt. Aber wir können das im Prinzip hier oben mit der Variante genauso machen. So, wenn ich das jetzt mal mit komplexen Zeigern hinschreibe, was kommt denn dann raus? Ja, also ich mache es mal einfach, um es jetzt irgendwie nicht weiter verworren zu machen. Also, kann aus Sirus einen Zeiger machen, ja, dann steht halt hier da R als Impedanz bleibt halt ein R mal der Zeiger des Stromes. So, und aus dem zeitlichen Integral bei Zeigern wird ja eine Division durch J Omega. Also hier steht halt ein 1 durch J Omega C mal I. Ja, und das hier ist ja genau die Impedanz ZC. So, und jetzt haben wir auf einmal, das Gleiche könnte man jetzt vermutlich auch irgendwie hier oben schön machen, indem man halt sagt, R mal C mal so, die Ableitung wäre halt auch wieder eine Multiplikation mit J Omega U C als Zeiger plus U C als Zeiger. Ja, aus der Zeitfunktion mache ich den Zeiger, aus der zeitlichen Ableitung wird eine Multiplikation mit J Omega. So, und jetzt habe ich hier zwei Gleichungen, die kann ich auf einmal ohne Probleme in Richtung UC oder in Richtung I umstellen, weil das ist ja jetzt einfach ein komplexer Zeiger. Also wenn ich das jetzt hier oben in der Variante mache, jetzt muss ich wahrscheinlich doch nochmal hier irgendwie ein neues Tafelblatt hier investieren, ja, und mal hier so ein bisschen so halb scrollern. Wenn ich jetzt die Variante hier oben nach dem UC umstelle, steht halt da UC ist, oder ich müsste mal hier oben das UC halt ausklammern, aber kriegt das jetzt auch direkt in einem Schritt hin. Also dann steht da halt UQ. Wenn ich hier das UC ausklammer, bleibt eine 1 über und hier hinten bleibt ein J Omega RC über. 1 plus J Omega RC. So. Und dann kann man das halt wunderbar ausrechnen. Also wenn das sinusförmig ist, wenn die Quellspannung sinusförmig ist, das passt jetzt nicht mehr so richtig zu unserer Schaltung, aber wenn die Quellspannung sinusförmig ist, dann kann ich das zum Beispiel total einfach ausrechnen. So, und da kommt jetzt halt raus, und das ist auch irgendwie ein total schönes Ergebnis, ja, wenn die Frequenz halt klein ist, dann kann ich ja diesen Term hier vernachlässigen, dann steht da einfach UQ durch 1 und UQ durch 1 ist UQ. Also kleine Frequenzen gehen halt einfach durch. Ja, wenn ich jetzt diese Schaltung hätte und die Schaltung macht hier vorne kleine, also ändert sich sinusförmig mit kleinen Frequenzen, dann kommen die kleinen Frequenzen hier hinten an der Kapazität. Ja, so, und wenn ich aber die Frequenz groß mache, dann wird das hier groß, dann habe ich UQ durch irgendwas größer werden, es wird halt kleiner. Ja, dann kommen hohe Frequenzen kommen halt nicht mehr so gut am Ausgang an. Also hohe Frequenzen werden gedämpft. So, und was haben wir halt gebaut? Wir haben Tiefpassfilter gebaut. Tiefe Frequenzen gehen durch, hohe Frequenzen werden gedämpft. Und das ist auch das, was diese Schaltung halt macht. Das ist ein Tiefpassfilter, Tiefpassverhalten. So, und jetzt könnte man halt noch im Prinzip Trick 17 machen und könnte sich halt sagen, wenn ich jetzt da irgendeine Spannung anlege am Eingang, also das UC von T ist zum Beispiel sowas wie so ein, UC von T, ne? Also das UQ von T wäre zum Beispiel so ein Sprung oder so ein, das schaltet sich an und schaltet sich aus, wäre so ein Puls. Und ich würde jetzt mit Hilfe einer Fourier-Transformation oder FFT ja, mir das Spektrum ausrechnen, hier dieses Spektrum, das dort einsetzen, ja, dann kriege ich halt hier ein UC von Omega raus natürlich.
Ja, das hängt ja sowieso irgendwie von Omega ab. Wenn das von Omega abhängt, das von Omega abhängt, kriege ich auch das raus. Sondern dann kann ich das nehmen und kann halt damit eine IFFT machen, eine inverse Fourier-Transformation. Und wenn ich die inverse Fourier-Transformation mache, dann kriege ich natürlich auch am Ende, sehe ich wieder blau, das UC von T im Zeitbereich raus. Und da kann man jetzt noch mal, sag ich mal, 3 Minuten mit beschäftigt sein. Aber wenn man das macht, stellt man fest, das funktioniert halt. Also da kommt halt genau so was raus, dass das zum Beispiel so aufschwingt und also sich auflädt und sich entlädt. Ja, also man kann solche Ausgleichsvorgänge auch darüber rechnen, dass man die Schaltung halt im Frequenzbereich beschreibt und berechnet mit komplexen Zeigern. Und dann steckt man aber den Aufwand irgendwo in diese FFT rein oder halt in die Fourier-Transformation, das zu machen. Also die Schaltung im Frequenzbereich zu lösen, ist dann halt total einfach, weil, oder im Prinzip das, was hier steht, ist ja einfach sowas wie ein Spannungsteiler. Ja, das könnte ich auch als Spannungsteiler halt ganz schnell aufschreiben, als einen komplexen Spannungsteiler. Und dann ist halt die Schwierigkeit zu rechnen, was ist denn hier das Spektrum hier, was ist denn das Spektrum hier und vor allem, wie kriege ich das halt hin und her transformiert. Wenn man das jetzt im MATLAB macht, ist das auch wieder relativ handelbar und ist aber auch so eine Sache, dass man halt wissen muss, was man hier tut, ja, bei der FFT und bei der IFFT und so. Und deshalb ist wieder schlau, also zum Beispiel so ein einfaches Beispiel zu haben, wie das hier mit diesem ziemlich einfachen Schwingkreis, ja, wo man das hier noch von Hand gut rechnen kann, was hier halt rauskommt im Zeitbereich und am Ende eine total präzise Lösung hat. Also hier weiß ich ja ganz genau, was da rauskommt. Ich meine, das können wir jetzt mal nämlich noch als letzten Schritt machen. Das rundet das irgendwie ziemlich gut ab. Ja? Wenn ich jetzt mal hier in diese Lösung, hier steht ja nirgendwo was von E-Funktion, richtig? Das haben wir einfach nur so gelöst mit dieser Schleife. Wenn ich jetzt mal noch sage, ich weiß doch aber die exakte Lösung, die steht halt irgendwo hier, die haben wir hier schon mal ausgerechnet. Ja? Also ich kann mal UC von T exakt ausrechnen. Das sollte halt das sein. So, und dann kann ich die mal beide plotten und miteinander vergleichen. So, wenn ich das jetzt durchlaufen lasse, sollten in meinem Diagramm 2 Kurven auftauchen. Und da sieht man, da sind auch 2 Kurven, eine blaue und eine rote, und die liegen ziemlich gut übereinander. Ja, wenn ich da reinzoome, stellt man fest, okay, so einen gewissen Unterschied gibt es da, weil die blaue ist die näherungsweise gelöste, einfach mit der Schleife. Die rote Kurve, die zweite Kurve, ist halt die ganz exakte. Ja? So, und wenn ich jetzt mal, naja, was haben wir gesagt? Wenn ich den Zeitschritt gröber mache. Ja, jetzt habe ich insgesamt nur noch 100 Zeitschritte, keine 1000 Zeitschritte mehr, dann sieht man, ja, das funktioniert immer noch, aber halt nicht mehr so gut. Ja, wenn ich die Zeitschritte noch gröber mache, wahrscheinlich, jetzt brauche ich nur 50, ja, dann wird das halt immer schlechter. So, wenn ich jetzt die Zeitschritte eben sehr, sehr grob mache, naja, dann kommt halt irgendwann ein großer Quatsch bei raus. Ja, dann funktioniert es halt nicht mehr so gut. Ja, und deshalb, aber auch das, wenn ich hier überhaupt gar nicht weiß, was ich als Zeitschritt wähle und das einfach mal so mache und da kommt halt diese blaue Kurve raus, die wir vorher auch schon mal hatten, als wir irgendwie total falsche Werte in der Wertetabelle hatten, ja, dann muss mir halt mein gesunder elektrotechnischer Menschenverstand sagen, oh, das mit der blauen Kurve, das sieht irgendwie komisch aus, das kann nicht sein, da muss irgendwas E-Funktionsmäßiges rauskommen, das darf nicht so einen Knick haben, ja, schon mal, also ein Knick ist total komisch. Lass mal lieber kleinere Zeitschritte wählen, dann sieht das halt viel besser aus. Ja, und wenn ich natürlich irgendwie super, super viele, wenn ich jetzt hier noch 3 Nullen hinterschreibe, dann wird es wahrscheinlich, also irgendwann wird es nicht mehr besser und dauert halt auch einfach nur noch total lange. Ja, also will ich jetzt lieber nicht ausprobieren, will hier den Computer nicht crashen. Also irgendwo muss ich immer ein bisschen was wissen. Ja, irgendwo hat halt jede Lösung so einen Trick. Gibt nicht die perfekte Lösung, sonst würden ja alle diese perfekte Lösung benutzen.